Hallo ihr Lieben, heute gestalte ich eine Doppelseite in diesem meinem neuen Bastelheftchen. Das war ein sogenanntes Untersuchungsheft für Kinder, und zwar mein eigenes. Völlig uninteressant, zumindest bei mir, da standen wenig Befunde drin. Also kann man es getrost verbasteln. In diese Doppelseite habe ich eine Landkarte eingeklebt. Die war ganz neu. Deswegen habe ich sie ein bisschen mit Acrylfarbe bestrichen, dann einmal zusammengepappt und wieder auseinandergenommen. Hier kann man so ein bisschen sehen, das gibt dann so etwas organische Strukturen, die zu Landkarten wunderbar passen. Und die ganze Geschichte ein bisschen weniger neu und glänzend machen. Wen ich hier unbedingt einbauen möchte, ist diese schöne Jugendstildame. Weil ich finde, dass die Haare mit diesem Gebirge im Hintergrund hervorragend zusammenpassen. Die musste ich hier unten leider plan abschneiden, weil dann da das mit diesem Plakat beworbene Produkt mit ins Bild kam. Das wollte ich nicht haben. Und deswegen würde ich hier unten gerne noch ein bisschen was drüber machen. Zum Beispiel einmal Musiknoten. Das sieht gut aus. Andersrum sieht nicht gut aus, weil hier die Abrisskanten so rauskommen. Nee, so rum ist schön. Das passt. Knick ist auch schon an der richtigen Stelle. Das können wir machen. Jetzt brauchen wir natürlich für diese Seite noch ein Gegengewicht. Da dachte ich an ein Blümchen. Da habe ich zum Beispiel das hier selbst ausgedruckt, ausgeschnitten. Es gefällt mir gut, wie die Struktur von diesem Rüschenkragen oder wie immer man das nennen soll, und die Blüten zusammenpassen. Aber ich bin mir nicht so sicher, was die Farbe angeht. Ein bisschen sehr rosa. Dann hätte ich hier noch auch selber ausgedruckt eine Iris. Das ist farblich hübsch. Jetzt könnte man überlegen, macht man das hier unten drunter oder oben drüber? Ich glaube, oben drüber ist besser. Und dann hätte ich noch etwas, gerne was, wo die Frau hinschaut. Sie guckt hier so nach unten. Und jetzt schaut sie auf ein paar Musiknoten und einen Blütenstängel. Das ist nicht so spannend. Also müsste da noch irgendwas hin. Bei schönen Frauen, Musik und Blumen passen noch sehr gut Vögel dazu. Hier ist gut. Eigentlich auf Anhieb ein Treffer. Nur das Gefühl, dass der Bauch ein bisschen zu gelb ist. Diesen kleinen hier. Der ist auch nicht schlecht. Könnte halt eine Nummer größer sein. Ne? So ein bisschen schmächtig. Dann hätte ich hier noch zwei. Die passen eigentlich sehr schön von der Farbe her. Aber die gucken in die falsche Richtung. Ich hätte gerne, dass hier was sitzt, was dann wieder zu ihr hochschaut. Damit wir wieder bei ihm hier sind. Muss ich mir noch mal kurz überlegen.
werde jetzt auf jeden Fall schon mal die Sachen einkleben, bei denen ich mir sicher bin. Und bin gleich wieder da. So, hier bin ich wieder. Wie sich herausstellte, klebt auf dieser Landkarte fast nichts fest. Die hat eine glatte Oberfläche und ich glaube, das Einzige, was mich überhaupt gerettet hat, ist die Acrylfarbe da drauf, die es ein ganz kleines bisschen rauer macht. Trotzdem, das hält alles nur bedingt. Gefällt mir noch nicht so richtig gut. Aber was soll man machen? So, hier kommt also irgendwo dieses Vögelchen hin, habe ich beschlossen. Ruhig ein bisschen steiler nach oben gucken. Das kann man machen. Und dann habe ich aus dem gleichen Kalender, aus dem ich die Jugendstildame ausgeschnitten habe, noch zwei so Ornamentecken. Die waren um irgendwas so oben drumherum. Dann dachte ich, die könnte man hier ja auch sehr hübsch einfügen. Das wäre vorteilhaft, wenn ihr was sehen würdet. Ne? So zum Beispiel. Oder eine oben und eine unten. Auch nicht schlecht. Mal die anderen Ecken. Auch schön. Ich wünschte, ich hätte 4 Stück, dann bräuchte ich mir nichts überlegen, ne? Ja. Auf jeden Fall nett. So, ich fange nochmal an mit dem Klebstoff zu kämpfen. Bin gleich wieder da. So, hier sind wir wieder. Vogel festgeklebt. Ecken festgeklebt. Ich habe mich für links oben und rechts unten entschieden. Das gefiel mir irgendwie am besten. Bin ich ein bisschen am Überlegen, ob ich vielleicht diese Blume noch dunkel absetzen soll, also so ein bisschen umranden. Und dann überlege ich, ob hier irgendwo noch ein Schmetterling hin kann. Denn ein Schmetterling ist an sich immer eine gute Idee. Ich dachte hier so ein kleiner Grüner vielleicht. Fast ein bisschen zu unauffällig. Hier sieht man gar nicht mehr. Hier einen kleinen blauen. Ja, der sieht eigentlich gut aus. Dann ist auf der Seite auch noch was Blaues und nicht nur links. Oder noch einen, der eine Nummer größer ist. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Aber er ist halt nicht blau, ne? Mhm. Ja, ich glaube, ich nehme den blauen. Mal gucken. So rum schöner. So rum. Könnte ihn natürlich auch irgendwo hier oben hinsetzen, aber ich dachte, wenn, dann soll das so aussehen, als hätte der Vogel hier irgendwelches vermutlich kulinarisches Interesse an ihm. Ich nehme für so einfache Klebesachen immer Umu-Stick. Ist jetzt vielleicht Reklame, aber glaubt mir, die bezahlen mich nicht. Wenn man die Dinger so im Mehrfachpack kauft, Schulanfang oder wenn es Sonderangebote gibt, kann man sie auch bezahlen, weil sie sind immer sehr schnell leer, bei mir zumindest. Und gerade billig sind sie auch nicht unbedingt.
aber für meinen Geschmack von allen Klebestiften immer noch die besten. So, wie gesagt, auf diesen Landkarten klebt irgendwie nichts. Es sei denn mit roher Gewalt. Das sieht doch wirklich schon ganz nett aus. So, jetzt schaue ich mal, ob ich hier die Kanten noch vorsichtig ein bisschen betonen kann. Ich mache das einfach mit einem Bleistift. Das funktioniert jetzt auf der glatten Landkarte wirklich nur wegen der Acrylfarbe, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Weil die eben rau ist, muss ich darauf Bleistift abreibt. So, und jetzt kann man hingehen und das einfach noch so ein bisschen verschmieren. Dafür kann man natürlich auch ein Werkzeug nehmen, ein Wattestäbchen, was auch immer, aber mit dem Finger geht es auch. Und den findet man eigentlich immer. Dann sollte die ganze Blume hinterher ein bisschen mehr rausstechen. Ich mache das mal eben fertig und zeige es euch dann nochmal. So, damit denke ich, bin ich dann fertig. Hier eben so einen leichten dunklen Rand mit ein bisschen angedeuteten Schatten fabriziert. Das soll nicht schwarz umrandet sein, das soll nur die Blume ein kleines bisschen vom Hintergrund abheben. Ich finde, das tut es. Wenn man den Effekt kräftiger haben will, dann kann man hier einen Pastellstift nehmen oder Zeichenkohle oder sowas. Dann wird das nochmal ganz anders. Aber für so eine leichte Umrandung, da langt ein Bleistift völlig. So. Sehr romantisch geworden, bunt, aber nicht knallig. Mir gefällt's. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ich freue mich immer über Likes und Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.